Weiter geht's bei Marvel Super Heroes. Nicht mit dem Maro. Wir sind immer bei Dr. Dooms Fabrik. Wir müssen zu Dr. Doom vorarbeiten. Nehmen wir mal das Ding. Lassen wir mal die ganzen Puny Humans raus hier. Storm macht das schon. Ey. Okay, hier können wir jumpen. Die, die nicht springen können. Ah! Ja, die ist nicht akrobatisch genug. Und der zieht hier einfach hoch. So. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Was? Cap machen, so. Mist, so, so. Ah. Will den Captain hoch haben. Captain. So. Nein, Cap. Ach komm, Captain, jetzt machen wir mal, was ich sage hier. Oh. Oh, Cap. Nee, kann ich anbauen. Na gut. Aber hier. So. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Storm. Wir müssen Doom und Loki erreichen. Storm muss. Absturm. Oh. Erstmal abstürzen. Wenn du ein bisschen Energie aufbringen kannst, bringen wir das Ding vielleicht zum Laufen. Ach, das Ding, komm. Oh. Und jetzt? Scheint mit Magneten zu funktionieren. Mit dem Ding. Ziehen. Stormen. Moment, nee, ist ja hier Spidey-Zeit. Oder? Da haben wir mal ein paar Sachen kaputt. Ach komm, gib mal das den Dingen. Ach, ist schon Captain Ready. Ach so. Ich dachte, muss er mal aufbauen. Was kommt jetzt? Jetzt kann man Spider-Man ziehen. Wer auch immer sich das hier ausgedacht hat, hat nicht an Sicherheit gedacht. Ja. Sicherheit war kein Aspekt beim Bau der Doom-Festung. Ah.
jetzt? Okay. Wollt man jemanden, der schockend ist? Explodierend. So, hier wollen wir jemanden, der schockend ist. Sogar noch aufgeschockt. So. Kommt der Fahrstuhl runter. Alle Mann rauf. Ah. Das Ding muss hier hoch. Oh. So. Ziehen. Und nochmal ziehen. Wow, ich war schon mal im Weltraum. Aber ist das eine Aussicht? Oh. In der Tat. Können wir bitte den Ender geben? Danke. Okay, jetzt muss ich Spider-Man. Und Storm. Und. Hey. Laden. Das auch. Okay. Der Cap. Na Cap, ich hätte ja gesagt, Schild raus. So. Spidey. Mein Spinnensinn kribbelt. Bf. Oh nein, Captain Schloss. Cap. Tun Sie Ihr Werk. Storm, tun Sie Ihr Werk. Und natürlich noch die Granate, was man bauen. Laden, laden, laden. Wir den Spinnenmann hier vorne begnügen. Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Und den Hulk, das Ding, dem Mini Hulk. Warnung: Angrenzende Verbindungsbrücke ist nicht sicher. Von einem Fortfahren ist abzuraten. Ach Quatsch. Immer. Ach komm, Cap. Spider. Mein Spinnensinn kribbelt. Krabbel, krabbel. Hey. Würde Deppe aber freuen. Und ein Schalter. In welche Richtung? Hier. So. Storms Laserbeam in der Blitzform zählt als Macht des Feuers. Glaube ich. Nee. Nee. Auf. Der Captain geht hier hoch und schiebt. Was auch immer er macht die Tore auf, okay.
Laden. Warnung, Türmechanismus aktiviert. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Jetzt, da Sie gesagt haben, dass man sie nicht öffnen soll, will ich es erst recht tun. Ja, genau. Okay, zusammenbleiben. Ja. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Ach, Quatsch. Das Ding ist auf jeden Fall besser zum Einsammeln. Ist viel größer. Ah, schade. Vielleicht clever wechseln beim... Haben wir, glaube ich, einen Minion verpasst. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Storm ist sauer. Hier ist Endstation, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde, Dr. Doom! Okay. Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Ihr haltet mich nicht auf. Eins. Machen! Entsorgt so. Diese Superverlierer! Stampf! 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 Ja, Erde. Okay. Stampf, Stampf, Stampf. Okay. Jetzt reicht's, ihr Helden. Ich bin euer Verderben. Doom Hulk. Hey! Okay, wir brauchen irgendwas, um ihn zu schwächen. Wollen wir Wolverine klauen? Okay, was haben wir hier drüben? Auch nix. Gem. Oh. Das Dingo. Okay. Nein, falscher! Ding! Was machst du denn? Na? So. Falschen. Au. Auf die lange Animation zu machen. Wir haben ja keine Zeit. Ah. Du Dubert. Ah. Hau drauf. Auf Spider-Man-Zeit, oder? Meine wahre Macht zu spüren bekommen. Doomsday. Okay. Bauen. Und Captain America Reflektor. Ja, clever. Hm? Okay, wir sollen nicht die anschießen. Gucken wir mal, weitergehen können? Nee.
Erstmal dich da töten hier, die Erde. Ah. Oh, eins. Zwei. Drei. Ey! Ding, geh aus dem Weg, Mann! So. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen? Macht sie fertig, Doombots! Gib mir doch mal das Ding. Hier das Ding. Hier ist das Ding. Oh. Ein Mistkeller hier. Ja. Oh. Der Anlauf. Und ausweichen. Hey. Okay. Und... Ah! Nein! Ah! Falscher Knopf! Ding! Mach dein Ding! Oh, Spidey! Ah. Komm, ab damit! Dein Ding ist das Reflektieren. Oh. Eins. Zwei. Ja, davor schmeißen. Oh, nochmal ein sein! Niemand besiegt Doom! Niemand außer Doomsing. Wer ist wohl Mistvieh besiegen? Also. Hey! Ah, haben wir den Großen hier besiegen? Ah. Na komm. X. Spider-Man. Und... Fenster! Meine perfekten Maschinen! Ihr habt sie ruiniert! Ich zerstöre euch! Okay. Besiegt? Das ist unmöglich! Ich bin Dr. Doom! Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund! Apokalypse mit Aussicht. Wahrer Gläubiger. Loken. Auch mit Hörnern.
Bruder Loki. Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan! Eine Waffe! Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Galactus. Schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Dumm erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay. Was wird da mit dem... Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! ja. Schön. Danke, Iwin. Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Oh, jetzt ist ein All-Star-Team. Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Habt ihr es gehört? Habt ihr gehört, welche Musik erst ein Handy-Klingelton ist? Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Hat echt Nein, Cat, als... Haben wir nicht genug Tachis, oder? Wie viel haben wir? Ne, brauchen 2 Mille. Dass es so weit kommen konnte. Ihr müsst Magneto und Abomination zu einem Treffen mit Dr. Doom begleiten. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Galactus aufhalten. S.H.I.E.L.D. Eskorten haben Abomination und Magneto zu einem Treffpunkt im Central Park gebracht. Warum im Central Park? Egal. Auf zum Central Park. Ich hoffe, Fury weiß, was er da tut. Ich tue mich schwer mit Leuten, die mich angreifen und versuchen, meine Sachen zu stehlen. Wenn wir Kinder wären, würde ich Loki einen Hosenzieher verpassen, wie ihr Sterblichen zu sagen pflegt. Aber ich fürchte, das Reißen an Unterwäsche hilft uns hier auch nicht weiter. Wohl nicht, aber ich würde was drum geben, das zu sehen. Na, wenn das nicht zwei mächtige Avengers sind, die Hilfe von Emil Blonsky benötigen.
Ich bin mir sicher, Magneto wird da wesentlich nützlicher sein. Du bist nur zum Spaß dabei. Also, können wir jetzt los? Euch zu helfen ist wahrscheinlich immer noch besser, als den Planeten zugrunde gehen zu lassen. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Doom besteht darauf, mit seinem eigenen Jet gegen Galactus zu kämpfen. Ich werde diese Schurken nie verstehen, aber wir haben keine Zeit zu diskutieren. Begebt euch zum Bankenviertel und trefft ihn dort. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Los, Beeilung! Habe ich jetzt die Auswahl zwischen den beiden? Ja, ich bin Magneto. Ja. Oder Abomination. Ich finde ihn ganz in Ordnung. Sollen wir diesen Narren wirklich helfen? Und ich hätte ihm gegen die Macht eines Gottes anzeigen. Hulk Smash! Legen wir diesen guten Menschen mal das Handwerk. Dein Gedächtnis ist so entsetzlich wie der Rest von dir. Entweder kann nicht so schießen. Oder von Galactus gefressen werden. Lasst uns Doom finden und es hinter uns bringen. Ich bin Magneto. Ja, ich fliege euch weg von keinem Sturz. Diese Narren von S.H.I.E.L.D. erwarten, dass ich ihnen helfe, wo sie meinen Jet mit einer Kralle versehen haben. Ist denen nichts mehr heilig? Ich war nur 2 Minuten weg. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Ich kümmere mich drum. Das ist wohl der Grund, warum diese Heldentypen ihre Jets in geheimen Hangars unterbringen. Ich gehe nirgendwo hin, bis diese Ungerechtigkeit behoben wurde. Ja. Haben wir doch jetzt. Galactus, der Planetenfresser. Wenn man unseren Informationen trauen darf, wir haben sie aus dem Internet, ist er so alt wie das Universum selbst. Sein Hunger ist nicht zu stillen, er verschlingt jeden Planeten, der ihm in die Quere kommt. Das klingt nicht gut. Nee, das klingt wirklich nicht gut. Ah, alle Freunde. Die Rache ist mein, ihr mickrigen Kreaturen. Kniet nieder vor mir. Nein. Okay, Leute, das ist unsere letzte Chance. Macht was draus. Ah. Seht sie euch an. Ganz schön klein. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. So, aber das Finale erleben wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.